Ja, wir sind mal so frech und fragen, warum ein Moa gerade mit Torwallern rumzieht. Bamyaramu, eine lange Geschichte. Na, den du da fragst. Vor allem aber auch eine, die ich Fremde nicht so einfach auf die Nase binde. Sagen wir einfach, ich habe meine Gründe. Naja, du siehst auch nicht nach jemand aus, der das nur aus Spaß und Nächstenliebe macht. Ist deine Neugier nun gestiegen? Ja. Ist was, Sofgur? Ach, nicht so. Jetzt können wir ja mal noch mit den anderen Torwallern hier reden. Ich halt mit mir selbst. Ach, wieder Gleichstand. Hier für dich, Floßvater. Na, was hat der Inu erzählt? Ach, will's gar nicht wissen. Hast du Lust, Pott des Flussvaters, um ein paar Münzen zu spielen? Mir ist echt langweilig, wie einem Stockfisch beim Trocknen. Was soll das sein, Pott des Flussvaters? Also klingt nach einem Würfelspiel, aber wie geht das? Jeder legt 3 Dukaten in den Pott hier. Dann rollen wir beide einen Würfel, der mit der höheren Augenzahl gewinnt. Bei Gleichstand geht der Pott zum Flussvater. Zum Flussvater, wir werfen das Geld in den Fluss? Das wohl. Okay. Los. Dann mal los. Orkendreck, eine 1. Ich habe eine 4. Du hast gewonnen. Ha, alter Skakmada. Okay, aber belassen wir es dabei. Ich will nicht die 3 Dukaten gleich wieder verlieren. Das war halt einfach nur Glück. Also, wir haben jetzt die neue Quest, um Philisten zu finden. Aber reden wir mal mit den anderen noch. Na, willst du den Schluck? Na klar, gib her, ich bin ein Zwerg, ich trinke. Ein Trinkspiel, aber ohne Einsatz. Es sei denn, du zählst deine Ehre als Einsatz. Du willst gegen einen Zwerg trinken, okay, dann wollen wir mal. Wir trinken abwechselnd einen Krug aus dem Fass mit bestem Blauzungener Feuer. Nach jedem Krug wiederholen wir einen Satz, den der andere vorgibt. Okay, lass uns beginnen. Das höre ich gerne. Hier dein Krug. Leere ihn mit einem Zug und höre. Okay. Ah, das Zeug hat seinen Namen nicht umsonst. Meine Güte, ich bin ein Zwerg, ich müsste stabiler sein. Höre. Jorala Hugdorns dort ihr ihre Blagen, sollen sich niemals auf des Flussvaters Wogen wagen. K.O.-Probe gelungen. Ja. Wohl an. Hört, hört. Nun bin ich an der Reihe. Gut. Weiß Waffner. Das Zeug ist fast so schrecklich wie horasischer Wein. Doch. Was soll's? Nun, ich höre. Okay. Käsetor schmeckt gut am Abend. Brust oder Fischer? Fischers Alrik fängt frischen Fisch. Fischers Fisch fängt... Alrik fängt ihn? Du hast mich mit einem Zungenbrecher der anderen Sorte überlistet. Hoch auf den Gewinner. Ja, wer kann, der kann. Du hast das Trinkspiel gemeistert und dir meine Antworten redlich verdient. Toll. Erzähl mir von dieser Jola Zungenbrecher-Tochter und ihren Plan. Als wir den Fluss hier hochfuhren, da schlugen die Wellen plötzlich so hoch, dass wir fast über Bord gespült wurden. Und nur das Geschick des Kapitäns hielt uns über Wasser. Später war uns klar, das war alles Torstor Orms Schuld. Ich will meinen, du redest über mich. Ja. Ach, nicht so. Behalt lieber weiter den Fluss im Auge. Okay. Verstehe ich nicht, was hat das alles mit meiner Frage zu tun? Ja, das sind Torwaller. Weißt du, Torstor ist ein Nachfahre der Jorala Hugdorns dort hier. Die wurde einst vom Flussvater für einen Frevel verflucht. Worin dieser Frevel bestand, ist heute niemandem mehr bekannt. Nur, dass ihre Nachkommen es vermeiden sollten, den großen Fluss zu bewahren. Ja, wenn er weiter so redet, fangen die noch eine Schlägerei an. Okay, habe ich noch eine Frage? Nein, dann gehe ich mal lieber. Jetzt haben wir nur noch ihn hier, mit dem wir reden können. Hey, Jaska, hast du Lust auf ein wenig Raufen? So ein wenig Skröra weckt die Lebensgeister. Du willst raufen? Mit wem denn? Nur mit dir, mein Freund. So lernen wir uns besser kennen und unsere Fäuste können ein wenig Übung vertragen. Und wer verliert, zahlt einen Dukaten. Ich bin kein Faustkämpfer. Darauf bin ich gar nicht geskillt. Aber wir versuchen es trotzdem. Nur Fäuste, keine Waffen, keine Magie. Wer umgeht, zahlt. Und wer den Ring verlässt, auch das Wort. Okay, dann los.
Okay, der schlägt mich gleich K.O. Wenn ich ihn eine Lebensenergie abziehe. Aber egal. Lass gut sein. Ich will meinen, du hast tapfer. Okay, ich habe eine Dukate verloren. Ja? Fyris, heil mich mal bitte. Balsam Salabunde. Danke. Dann reden wir nochmal. Hey, magst du wieder raufen? Nein, lass uns dann reden. Geh besser zu Ino. Ich habe jetzt nur Lust auf eine ordentliche. No, dann soll es halt beim nächsten Mal. Okay, der will nicht mehr. Willst du spielen? Dann gehen wir mal wieder aus dem Torwaller Lager raus. Und treffen eine Wache. Hey, ihr da. Ihr habt doch gerade mit den Torwallern gesprochen. Ja, haben wir. Warum? Ich soll den Torwallern eine Beschwerde überbringen. Aber vielleicht könntet ihr das ja übernehmen, da ihr sie zu kennen scheint. Nicht wirklich. Was für... denen eine Beschwerde bringen? Hä? Ja, wisst ihr, die Torwaller haben eine unbescholtene Bürgerin angegriffen und ausgeraubt. Die ehrenwerte Kartenhändlerin Travina Eisenwalder. Entschuldigung. Und zwar ist mir gerade schon bei Kartenhändlerin sind alle Alarmglocken geläutet. Das ist doch diese, die wir am Hafen gleich am Anfang getroffen haben, die uns diese falsche Karte mit der Falle verkauft hat. Die soll ehrenwert sein. So, die Kartenhändlerin, das ist interessant. Ja. Bitte richtet den Torwallern aus, dass sie hiermit verwarnt sind und das nicht nochmal machen sollen. Ich werde ganz sicher mit den Torwallern über die Kartenhändlerin sprechen. Gehabt euch wohl. Aber sicher nicht so, wie du glaubst. Ich würde sie gerne selber wieder in die Finger kriegen. Die Schatzsuche. Ja genau, die Kartenhändlerin, von der ich jene hinterhältige Schatzkarte bekommen hatte, ist wohl mit den Torwallern in ihrem Flusslager aneinander geraten. Laut einer Stadtwache sollen die Burschen sie angegriffen und ausgeraubt haben. Sicher wäre es sehr interessant, dieser Geschichte nachzugehen. Ich würde zu gerne wissen, was zwischen den Torwallern und der Kartenhändlerin vorgefallen ist. Ich sollte zu ihrem Lager am Fluss gehen und sie fragen. Jo. Also fragen wir einfach mal ihn hier. Habt ihr gesehen, wie wir dieser Kartenhändlerin heimgeleuchtet haben? Nein, das haben wir leider nicht gesehen. Aber sie hat sich bei der Wache beschwert. Ja, wir hätten es gerne gesehen. Und dann hätten wir sie uns selber gerne auch nochmal zur Brust genommen. So sieht die aus, das will ich meinen. Erst versuchen, uns mit einer falschen Karte über die Planke zu hauen und dann sich bei der Wache beschweren. Dafür haben wir ihr eine andere Karte abgenommen. Die sieht echt aus. Die Olle hat sogar am Rand Sachen gekritzelt. Oh, das klingt interessant. Was wollt ihr mit der Karte jetzt machen? Ich kann das Gekritzel nicht lesen. Nimm du die Karte und versuch dein Glück. Und wenn du was findest, gibst du uns was ab, klar? Gut, so machen wir es. Okay, wir haben eine Karte. Der Weg der Karte beginnt auf der Zollfestung Insel Thurstein bei der alten Anlegestelle. Okay, jetzt haben wir drei Quests, die uns zur Zollfeste zurückführen. Gut, aber wir gucken uns mal weiter um. Zum einen will ich mal hier außen rumgehen. Hier bin ich noch nie entlang gegangen. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwelche Leute zum Reden. Und dann will ich mich mal jetzt in der Stadt umsehen. Hier ist zum Beispiel... Momentchen. Oh, du Bäckerbold. Komm her. Hey, Kumpel. Was willst denn du, eigentlich nichts. Ich habe mich mit meinem Cousin drin gerade verwechselt. Der sieht nicht aus wie ein Zwerg. Der sieht aus wie ein Herumtreiber und im Wege lag. Also. Ja, wer hat denn dir das erzählt? Naja, du wirst es zumindest nicht weiter erzählen. Aua! Der ist total dicht. Normalerweise hau ich keine Besoffenen, aber ich hau ihn eh nicht. Ich jag ihm einen Bolzen in die Brust. Forgrim darf ihn verhauen. Der hat, glaube ich, nicht so viele Probleme damit. Aber erstmal bei der Armbrust wieder anlegen. Oh, wir haben Scharfklinge noch gar nicht wieder in die
in die Kiste zum Verstauen gesteckt. Die würde ich nämlich auch gerne behalten. Die Schafklinge. Ah, es war gut. Wie viel? 20 Lebenspunkte. Da rentiert sich ja fast der Zauber nicht. Ei. Sanyasa. Liegt er etwa schon? Der liegt schon. Okay, er hat einen Silbertaler und eine abgebrochene Flasche. So, das war's für Odo Beckenbold oder wie er auch immer noch mal hieß. Gucken wir uns mal weiter um. Da oben steht ein Ziegenhirte. Der Rest könnte mir ruhig folgen. Ach, das sieht so herrlich aus. Ja, ich habe schon lange nichts mehr über die... Hier hockt auch wieder ein Angler, aber der hat wenigstens mal Äpfel dabei. Und hockt ziemlich gefährlich. Ich könnte jetzt einen Schubs geben und schon liegt er im großen Fluss. Ja, aber wenn wir schon mal hier sind... Boah, das finde ich so toll an dem Spiel, diese Grafik. Wenn man sich das anguckt, das sieht einfach herrlich aus. Da hinten die Wasserspiegelung, das Wasser, wie die Schiffe fahren... Oh, das ist... Hier kriegt man wirklich manchmal die... den Drang einfach mal kurz innezuhalten und sich umzusehen. Und die Lichteffekte und alles zu genießen. Gehen wir mal aber mit dem Ziegenhirten jetzt. Herr Reine zum Gruß. Seid gegrüßt. Was machen die Ziegen so? Denen geht's prächtig. Sind mein ganzer Stolz. Die drei Hübschen. Naja... Und mein Turm. Euer Turm? Für was braucht ein Ziegenhirte einen Turm? Ja, eines Tages werden wir auf eine Reise gehen. Muss nur noch warten, bis ich alles beisammen habe. Sagt, ihr habt nicht zufällig Zunderschwamm bei euch? Wofür brauchst du Zunderschwamm? Ich will Feuer machen. Da gibt's nichts Besseres als Zunderschwamm. Brennt nichts besser als das. Ich habe Zunderschwamm dabei. Ich kaufe euch für einen guten Preis ab. Ich gebe euch 5 Heller pro Stück. Was sagt ihr? Okay, wir versuchen es mal mit Falschen von Kuano. Auf dem Markt wird Zunderschwamm mit bis zu 3 Silbertalern gehandelt. Tut mir leid, aber ich bin nur ein... Wollt ihr mir ihn nicht trotzdem verkaufen? Da wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Okay, aus Großzügigkeit und ich bin mal... Vielen Dank. Falls... Oh, das ist ja fast nichts, was ich da jetzt habe. Da brauche ich aber... Der will mit einem Turm auf Reisen gehen. Heidel, du alter Ziegenbock, du sollst doch nicht abhauen. Ja. Okay, ich denke mir jetzt mal meinen Teil dabei. Und gehe jetzt einfach mal wieder zum Hafen. Und guck mich dort nach Leuten um. Zum Beispiel der Ochsentreiber hier. Dummer Hornochse. Ich habe mich wohl verhört, was fällt euch ein? Verzeiht, ich habe euch gar nicht bemerkt. Ihr wart selbstverständlich nicht gemeint. Wer war dann gemeint? Boromir, mein wichtigster Mitarbeiter. Eigentlich sollte ich schon längst die Zollstation passiert haben, aber dieser Hornochse ist einfach abgehauen. Der ist wohl wieder mal bei der Taverne zum sanften Ochsen hängen geblieben und ich hab's nicht bemerkt. Dabei hätte ich das kommen sehen müssen. Ist ja nicht das erste Mal. Könntet ihr nicht schnell nachsehen, wo er bleibt und ihm Beine machen? Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun. Ich kann schlecht die Tiere unbeaufsichtigt lassen. Es ist gleich hier den Weg hinunter. Ja, warum nicht? Ich lerne immer gerne neue Tavernen kennen. Okay, die Taverne zum sanften Ochsen, die haben wir ja schon gefunden. Aber ich würde sagen, bevor wir zu der zurückgehen... Gucken wir uns erstmal hier am Hafen fertig um. Weil wir müssen dann auch einen Zwischenstopp bei der Kaserne einlegen, das Kopfgeld kassieren und den neuen Steckbrief besorgen. Es gibt ja immerhin mehrere in der Familie des